Im Südosten der Bundesrepublik Deutschland, dort wo sich die Freistaaten Thüringen, Sachsen und Bayern treffen und das böhmische Egerland im sogenannten Vierländereck dazustößt, liegt eine überaus reizvolle Landschaft, das Vogtland. Das Vogtland unterteilt sich demgemäß in einen bayerischen, einen böhmischen, einen thüringischen und einen sächsischen Teil. Der Landschaftsname Vogtland, einst auch als Terra Advocatorum bezeichnet, geht auf die im 11. bis zum 16. Jahrhundert hier herrschenden Vögte von Weida, Gera und Plauen zurück. Stammburg der Vögte ist die trotzige Osterburg im ostthüringischen Weida. Um 1180 wurden die Herren von Weida von Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit der Stellung und dem Titel eines Vogtes betraut. Mit Heinrich VI. Von Plauen endete 1563 die Herrschaft der Vögte, nachdem dieser das 1559 an den Kurfürsten von Sachsen verpfändete Land nicht mehr auslösen konnte. Das Vogtland ist seit 400 Jahren kein politisch selbstständiges Gebiet mehr. Der Begriff Vogtland hat sich als Bezeichnung für die Region allerdings bis heute gehalten und wird mit großer Selbstverständlichkeit im täglichen Sprachgebrauch verwendet. Im Jahr 1996 erhielt das Vogtland den Status Vogtlandkreis. Bis heute ist das Vogtland reich an steinernen Zeitzeugen seiner abwechslungsreichen Geschichte. Stolze Burgen künden von der Macht der einstigen Herren. Die vogtländischen Städte und Dörfer haben sich ihren eigenen Charme bewahrt, der sich vor allem in der Gastfreundlichkeit, Heimatverbundenheit und dem Stolz der hier lebenden Menschen widerspiegelt. Die Landschaft des Vogtlandes mit den tiefen Wäldern, glasklaren Bächen und sanften Hügelkuppen entfaltet einen unverwechselbaren Reiz, dem sich kaum jemand entziehen kann. Im Vogtland entspringen die Flüsse Weiße Elster, Zwickauer Mulde und Gölzscht. Die grünen Wälder und Wiesen finden sich in mehr als 70 Ortsnamen wieder, die alle das Wörtchen grün enthalten. Im Süden und Südosten steigt das Vogtland zum Mittelgebirge an und nimmt im Osten auch Teile des Erzgebirges ein. Diese Gegend nennt man das obere Vogtland. Seit mehr als 300 Jahren prägt der Musikinstrumentenbau diese Region. Hier finden sich auch die beiden Kurbäder Bad Elster und Bad Brambach. Bereits der alte Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe wusste von der heilenden und erfrischenden Wirkung der vogtländischen Quellen zu berichten. Bis heute kuren jährlich zehntausende Patienten in den historischen Wandelhallen. Wasser ist eines der prägenden Elemente des Vogtlandes. An mehreren Stellen staute man hier die Flussläufe, wodurch große Talsperren entstanden sind. Einen hohen Freizeitwert für Urlauber und Touristen bietet die Talsperre Pöhl, welche zu den größten in Sachsen zählt und neben der Brauchwasserversorgung vor allem dem Hochwasserschutz und der Energieerzeugung dient. Bekannt ist die Region auch für ihre mächtigen Brücken, die einst zur Überquerung der Täler für Eisenbahn- und Straßenverkehr gebaut wurden. Die vor 150 Jahren erbaute Gölzstahlbrücke, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, ist mehr als 570 Meter lang und fast 80 Meter hoch. Auch die größte Steinbogenbrücke der Welt, die Friedensbrücke, steht im Vogtland, in Plauen. Plauen ist mit etwa 68.000 Einwohnern die größte Stadt des Vogtlandes und die fünftgrößte Stadt Sachsens. Weltberühmt wurde die Stadt durch die Plauener Spitze. Im Herzen des sächsischen Vogtlandes pulsieren lebendige Städte wie Reichenbach, Falkenstein und Auerbach. In diesen Städten finden sich zahlreiche repräsentative Villen einstiger Textilfabrikanten. Diese alten Häuser gilt es zu erhalten und zu sanieren, denn sie prägen mit ihrer wertvollen Substanz das historische Stadtbild. Die soliden und oft wunderschönen Bauwerke aus der Gründerzeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sind ein attraktives kulturgeschichtliches Erbe. Im ostthüringischen Greiz beherrschen gleich zwei Repräsentativbauten das Stadtbild, das obere und das untere Schloss. Sie sind ein Zeugnis der einstigen Herrschaft des Geschlechtes der Reußen.
Die Textilmetropole im Flusstal der Weißen Elster versprüht noch an vielen Stellen den Charme der ehemaligen Residenzstadt. Auch in Greiz warten zahlreiche, stuckverzierte und gut erhaltene Villen auf ihre Sanierung und auf neue Bewohner. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist das Vogtland eine Brücke zwischen Mittel- und Osteuropa. Verkehrstechnisch ist die Region gut in das transeuropäische Autobahn- und Schienennetz eingebunden. Unweit entfernt führt die A9 von Berlin nach München, die A93 nach Regensburg, die A72 nach Dresden und die E50 nach Prag. Der Flughafen Hofplauen bietet schnelle Anschlüsse an viele andere Regionen. Motivierte, flexible Arbeitskräfte mit hohem Qualifizierungsgrad sind in den verschiedenen Industriezweigen beschäftigt und gut erschlossene Gewerbegebiete bieten beste Voraussetzungen für bestehende und neue Gewerbebetriebe. Die Gelände alter Industriebrachen werden in der Region einer neuen Nutzung zugeführt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Landesgartenschau 2009 in Reichenbach. Die Städte im Vogtland wachsen prächtig und die dynamische Region ist schon längst aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Im Vogtland verbindet sich die Geschichte mit der Zukunft und dies spiegelt sich in allen Bereichen wider.